Am 11.11.2024 gegen 15.50 Uhr kippte ein mit Natriummethylladener Siegelsattelzug auf der A565 kurz hinter der Anschlussstelle Merl in Richtung Altena um, da er laut dem 44-jährigen schwerverletzten Fahrer von einem weißen PKW touchiert wurde, er in den Grünstreifen abkam und bei der Lenkkorrektur die Kontrolle verlor. Um 16.01 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr nach technischer Hilfeleistung 3 Personen eingeklemmt alarmiert. Ein zufällig vorbeikommender Notarzt konnte den Fahrer mit dem Fahrzeug stoppen. Die Fahrtrichtung wurde gesperrt. Nach einiger Zeit konnte der angestaute Verkehr an der Unfallstelle vorbeifahren. Gefahrgut trat nicht aus. Der Fachberater Chemie wurde an die Einsatzstelle alarmiert, um zu klären, wie der LKW geboren werden kann. Aufgrund der Gefährlichkeit des Stoffes wurde die Werkfeuerwehr Schempark-Dorbagen zum Abpumpen hinzugezogen. Währenddessen waren beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Verpflegung der Einsatzkräfte kam der Malteser Hilfsdienst zum Einsatz. Der Abschleppdienst Lenz aus Adenau Basketball. Nach den Reinigungsarbeiten wurde die Sperrung gegen 8.50 Uhr aufgehoben. Das Verkehrskommissariat 2 bitte Zeugen, die Angaben für den Unfallgeschehen machen können, dringend um Hinweise unter Telefonnummer 0221 2290 oder per E-Mail an poststelle.köln@polizei.nrw.de. Das mit aller Löffel ist gut, das habe ich gesagt. Genau. Ja.
nicht mehr essen. Ein Pkw-Fahrer fuhr trotz der Absperrung bis in die Unfallstelle und wurde von einem Polizisten zurückbegleitet. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.